So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu der Fortsetzung unserer Analyse, unserer Beschäftigung mit der pseudoskandinavischen Hauptvariante mit 4. Springer C3, Dame A5, 5. D2, D4. Die Stellung, die wir hier auf dem Brett haben. Nochmal zur Erinnerung: Wie kommen wir dahin? So kommen wir dahin: E4, Springer C6. The Dark Knight System. Springer F3, um der klassischen Nimzowitsch verteidigung auszuweichen und jetzt D5. Und das ist pseudoskandinavisch. Auch wenn es immer wieder jemanden gibt, der äh, in meine YouTube-Kommentare oder in die Kommentare zu meinen YouTube-Videos reinschreibt, finde das alles ganz toll, was, was, was wir hier machen. Aber pseudoskandinavisch gäbe es halt nicht. <laughs> ja, doch, <laughs> sage ich. Da, das hat ja keinen Namen. Also nennen wir es pseudoskandinavisch. Ne? Jedes Kind sollte einen Namen haben und jede Eröffnung. Die eine gewisse Relevanz hat. Entweder weil sie viel gespielt wird oder eben, weil wir uns intensiver damit beschäftigen, als das andere tun, sollte auch einen Namen haben. Und das Name, der Name des Kindes hier heißt Pseudo-Skandinavisch. Hauptvariante heißt Tauschen auf D5, der Dame zurücknehmen. Und jetzt äh, springer C3. Das konsequenteste und auch ne, das, das einzig Kritische. Ne? Alles andere, was wir bisher gesehen haben, so viel gibt es da ja nicht, ne? D2, D4. Äh, hier hatten wir uns äh, ja schon äh, angeguckt, bringt äh, schwarz in keinerlei Bedrängnis, aber äh, das ist äh, das, was auch in der klassischen skandinavischen Verteidigung ja das ist, was äh, üblicherweise schwarz ein bisschen Bedrängnis bringt. So. Und hier ist ja der, der äh, schwarze Damenzug Dame A5, der erste von zwei Zügen, mit denen wir uns beschäftigen. Und, mh, ja, der, der bisher in der in, der, in dem wenigen, was es an theoretischen Betrachtungen dazu gibt, nicht so gut wegkommt. Aber noch, noch, noch am besten von, 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 von allen Möglichkeiten. Aber ist eben der Grund, warum Meisterspieler es angeblich nicht oder nicht angeblich so spielen es tatsächlich nicht. Ob es daran liegt, wissen wir noch nicht. Dame A5, das weiß nach Dame A5 in Vorteil kommen kann, wenn er weiß, was er tut. Und äh, die Haupt, meistgespielte Fortsetzung ist nicht die, die die größten Probleme bereitet, aber eben die meistgespielte ist und deswegen muss man sich damit beschäftigen, das D4. So, und gegen D4 spielt Schwarzläufer G4. Das ist die Stellung, aus der wir kommen. Oder in der wir sind jetzt gerade. Ne? Äh, mit, das ist schon recht forsch. Ne? Also der Springer wird gefesselt, äh, weiß, äh, schwarz bereitet die lange Rochade vor, die den Turm nach D8 bringt und damit eben auch äh, Druck auf D4. So, verkürzte gesagt die Idee. Und wir haben uns im ersten Video zu dieser Brettstellung hier mit H2, H3 beschäftigt und festgestellt, dass das nicht so gut ist. Für Weiß. Ja? Und heute beschäftigen wir uns mit einem der beiden Läufer hier. Die ja statt H2, H3 was machen können. Das heißt, es liegen in der Luft oder auf dem Brett oder wo auch immer Läuferzüge mit dem schwarzfälligen Läufer entweder nach D2 oder E3. Und die gucken wir uns in diesem Video an. Und im nächsten Video gucken wir uns die Läuferzüge des weißfälligen Läufers an, der entweder hierhin oder hierhin oder hierhin ziehen kann. Aber heute sind wir erstmal mit dem hier dran. So und da gibt es zwei Möglichkeiten: Läufer e3 oder Läufer d2. Läufer d2 ja, äh, wird in der Praxis oder kommt dann in der Praxis auch, äh, wenn man überhaupt bis zu dieser Brettstellung hier kommt, ähm, dann doch auch relativ häufig vor, was naheliegend. ja naheliegend. also Läufer d2 tut zwei Dinge, äh, die weiß gut findet, und tut ein Drittes, das weiß vielleicht nicht so gut findet, aber es lässt sich nicht vermeiden. Das erste Gute äh, für aus weißer Sicht ist, der Läufer wird entwickelt. So, also nicht sehr weit, aber halt entwickelt. Er steht nicht mehr auf dem Ausgangsfeld. Also sobald eine Figur das Ausgangsfeld verlassen hat, ist sie entwickelt. Ob sie gut oder besser hätte entwickelt werden können, ist eine andere Frage. Aber zunächst mal ist sie entwickelt. Das Zweite, was dieser Läufer hier tut, ist, er guckt durch den eigenen Damenspringer hindurch die schwarze Dame an. So, das ist ja sowieso ein Thema, wenn Schwarz solche Züge macht. Frühe Damenzüge ins Brett hinein, nach D5, nach A5. Das soll man ja deswegen laut oder nach Siegbert Tarasch eher nicht tun, weil äh, die Dame dort äh, wieder unter Beschuss genommen werden kann und ge womöglich gezwungen ist, äh, nochmal zu ziehen, also weitere Tempi zu verlieren. Ähm, wenn sie nicht gar gefangen wird. Ne? Gut, vom Fangen ist jetzt hier gesagt, nicht die Rede, aber halt äh, der weiße Damenspringer könnte ja jetzt Abzüge machen. ja, Kluge, weniger kluge, gefährliche. Äh, wo, mit denen er was droht und äh, was dann gleich eine Doppeldrohung wäre, weil, wenn, sobald der Springer wegzieht, greift ja auch der Läufer D2 die Dame A5 an. Hm? Was die, äh, was der Läufer D2 Zug allerdings auch macht, und das ist dann für, für Weiß nicht ganz so, äh, das hätte er lieber nicht, ist, dass er die D-Linie hier unterbricht und damit die Dame nicht mehr D4 deckt. Hm? Die Dame deckt nicht mehr D4 mit. Das macht jetzt nur noch der Springer. Naja, aber der ist gefesselt. Ne? Das heißt, im Grunde genommen ist d4 jetzt gerade ungedeckt. Das kann einen Weißspieler davon abhalten, Läufer d2 zu spielen, weil er sagt, dann hängt ja d4. Es kann aber auch einen Weißspieler dazu bringen, gerade Läufer d2 zu spielen, denn er hängt eigentlich auch nicht. Ja. Ne? Äh, denn das hier wäre jetzt aus schwarzer Sicht eine Katastrophe und äh, Weiß, Spieler könnten das ja, insbesondere auch stärkere Weißspieler, äh, könnten das bereits sehen, wenn sie Läufer D2 spielen und sagen: Ha, wunderbar, mit Läufer D2 stelle ich auch noch eine Falle. Ne? Der, wenn er jetzt auf D4 nimmt, ja, der Springer kann nicht zurückgeschlagen werden. Das ist schon richtig, weil er ja, gefesselt ist, dann würde die Dame ja fallen. Aber jetzt kommt diese Nummer mit dem Abzug. Springer B5. Springer B5, der Springer zieht ab öffnet äh, vom Feld C3 ab, öffnet damit die Diagonale und der weiße Läufer greift die schwarze Dame an. Ne? Gleichzeitig wird aber auch jetzt äh, der äh, Springer D4 nochmal angegriffen. Ja. ja, und da gibt es ehrlich gesagt nicht viel anderes als jetzt äh, Läufer schlägt F3, Läufer schlägt A5, Läufer schlägt D1, Springer schlägt C7, der Springer von B5 schaute auch nach C7. Da es hier keine Dame mehr gibt auf A5, die C7 deckt, äh, geht das. Naja, und äh, Schwarz verliert Haus und Hof an Material und äh, weiß gewinnt die Partie. Hm? Deswegen, Springer D4 geht nicht wegen Springer B5. Springer D4 muss man aber auch gar nicht spielen. Ne? Man äh, weiß, setzt äh, schwarz. <laughs> ja, es, es gibt nur zwei Farben im, im, im Schachspiel. Äh, schwarz und weiß und der Moritex in, in zwei von drei Fällen verwechselt also wieder. Schwarz kann einfach oder sollte auch einfach seinen seinen Plan fortsetzen und der lautet ja nach Läufer G4 lange Hochade und genau das spielen wir jetzt. Ne? So, jetzt setzt Schwarz seinen Entwicklungsplan fort und jetzt hängt der weiße D-Bauer tatsächlich. Jetzt hängt er wirklich. Ne? Weil er auch nochmal vom Turm angegriffen ist, ne? von Springer und Turm. Und hinzu kommt, dass jetzt ein König auf C8 steht, der auch etwaiges finales einschlagen auf C7 eines Springers, der sich nach B5 äh, verirrt, äh, verhindert. Jetzt hängt er wirklich. Naja, äh, da muss man auch, da, dann sollte man jetzt auch was tun mit Weiß dann dagegen. Ne? Da gibt es die Idee, jetzt äh, aktiv äh, mit Gegendrogen zu spielen und den D-Bauern erstmal D-Bauern sein zu lassen und den weißfältigen Läufer zu, ent zu entwickeln. Zum Beispiel ganz aggressiv nach C4. Nach dem Motto, also ne, um, um dann auch kurz Hochhade zu spielen und so. Ne? Und von hier aus guckt er ja auch nach F7. Und weiterhin zu sagen, es gibt doch bestimmt irgendwie noch ne, taktische Abzugsdrohungen hier. Ne, das Motiv ist ja nicht aus der Welt. Ne. Ja, aber jetzt hängt, jetzt hängt D4 tatsächlich. Jetzt kann man den schlagen. Wenn jetzt Springer B5 kommt, ja, dann gibt es, <laughs> dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Eine, die ich empfehle und, und eine, die der Computer empfiehlt. Hm. Der Computer, die Engine-Analyse empfiehlt Dame A6, ja, da musst du drauf kommen, ne? <laughs> Dame A6. Äh, ich komme nachher zu meiner Empfehlung, was man hier als, als männlicher Spieler spielen sollte. Aber zum Beispiel in einer Fernschachpartie, ne? also in einer Fernschachpartie, die Computerunterstützung erlaubt, ja, ähm, wie das im offiziellen Fernschach des äh, der International Correspondence Chess Federation ja der Fall ist, ähm, da ist Dame A6 der Zug. Ne? und ähm, ja ich glaube dann also das äh, dann kriegt dann, dann kriegt ein Weißspieler schon Probleme aber bis hierhin kommt er ja gar nicht ähm, Dame a6 äh, die Dame zieht weg weil sie angegriffen ist und äh, stellt sich aber jetzt in die Diagonale des nächsten Läufers das heißt ich das ich meine das ist natürlich auch schon ästhetisch ne? also für mich jedenfalls also ich bin so ein Spieler der 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 hier eine gewisse Ästhetik sieht so in der Stellung jetzt hier blockiert der Springer den Läufer in seinem Angriff auf die schwarze Dame. Nur wenige Züge später, nee, nicht hier nach, sondern nach Läufer C4, Springer schlägt D4, Springer B5 und Dame A6, ja, blockiert derselbe Springer jetzt von C3 aus äh, den äh, anderen Läufer. Den weißfälligen Läufer mit seinem Angriff auf die Dame. Ist so ein Träumchen, oder? Also. Ich finde sowas schön. Äh, Dame A6. So. Jetzt. Springer F schlägt D4, das ist die Taktik. Die profanere Geschichte wäre A4, um den angegriffenen Springer auf B5 zu decken, weil der Springer ist ja hier, also das darf man nicht vergessen, ne, bei aller Fesselung und in allem Blick auf die schwarze Dame, ne, ob der nicht irgendwas passieren kann, durch Dame A6 ist ja jetzt hier der Springer B5 zweimal angegriffen und nur einmal gedeckt. Das ist jetzt erstmal eine vergleichsweise triviale Drohung. So, und der kann man mit Weiß begegnen oder kann man es auch nicht mit A4. Na, jetzt ist er ja gefesselt. Ja, jetzt kommt E5. Kraftvoller Vorstoß im Zentrum. Ja. Deckt auch wieder den, 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 äh, den Springer D4, öffnet hier. Ja, äh, hier guckt auch weiter alles munter nach, äh, nach F3. Läufer E2 zurück. Springer schlägt E2, Dame schlägt E2, jetzt C6. Der Springer muss ziehen. Springer zieht nach C3. tauscht auf E2. Springer schlägt E2 und äh, Schwarz hat einen gesunden Meerbauern. Und das Läuferpaar. Das reicht, das reicht nach Computeranalyse zum Gewinn. Also da steht, da steht. Schwarz auf Gewinn, aber man muss es natürlich auch erst noch ne, in, in im praktischen Spiel, wenn man eben keine Maschine ist, und das sind wir ja alle nicht, äh, muss man es natürlich auch noch gewinnen. Aber hier spielt nur einer auf Gewinnen, das Schwarz. Ne? Ähm, gibt eine Alternative natürlich für Weiß, die ich schon auf dem Brett gezeigt habe nach Dame a6. Äh, was ist denn, wenn er sofort hier auf d4 schlägt? Ja, und jetzt wird also das Brett anzündet, weil, naja, da, hier unten hängt ja eine Dame. Ne? Ja, dann kommt Springer c6. Wunderschön. Wunderschön. Wenn auch nicht wirklich rettend für Weiß, aber das Auge ist ja mit. Ne? Wunderschön. Ähm, neben der direkten Drohung, ne? es droht ja jetzt direkt Springerschach auf A7, und zwar das Springerschach. Ne? Auf A7. Ähm, blockiert der Springer, und jetzt der hier, die sechste Reihe. Ja, für die Dame. Das ist unangenehm. Ja, und jetzt droht daneben, droht dann jetzt auch ein, ein, ein Springer-Schach auf D6, weil die Dame kann nicht schlagen. Da steht der Springer C6 im Weg. B schlägt C6, sieht ja am einfachsten aus, aber jetzt kommt dieser Springer D6-Schach. Jetzt steht ein schwarzer C-Bauer im Weg. Blockiert die sechste Reihe. Das heißt, man muss ja mit den Bauern schlagen. Ja, Läufer schlägt A6 Schach, König D1, Turm schlägt D1, Turm B8. Und hier auch hat Schwarzen Meerbauern, ähm, weiß hat allerdings das Läuferpaar. Ähm, aber Meerbauer ist Bauer. Ja, also deswegen sagte ich, rettet dieses wunderschöne Springer C6-Manöver, weiß jetzt auch nicht, zumindest nicht davor in eine in eine jetzt Endspiel, Übergang in Endspielstellung zu, zu kommen, wo Weiß gucken muss, wie er das irgendwie mit, mit dem Minusbauern remi hält. Weiß ist besser entwickelt, was aber dann jetzt im Endspiel nicht mehr die große, den großen Unterschied ausmacht. Äh, und äh, hat das Läuferpaar, ja, äh, aber hat einfach einen gesunden Minusbauern, ne? äh, um es mal so zu formulieren. Nach ähm Springer C6 kann Schwarz auch Cold-Blooded Läufer schlägt C2 spielen. Und das Ganze da unten einfach stehen lassen. Warum? Naja, Springer schlägt A7, das schon eben gezeigte. Dame schlägt A7, Springer schlägt A7, König B8, Springer B5. Naja, und jetzt äh, hat auch Schwarz zunächst mal mehr Bauern. Mhm. Aber, ja, es ist. Es ist noch ein bisschen, ist eine Leichtfigur mehr auf dem Brett. Ja, und, ähm, die, und der unentwickelte, der unterentwickelte oder nicht entwickelte schwarze Königsflügel bringt zumindest in den nächsten Zügen ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, meine, da drohen ja jetzt banal auch schon gleich mal hier solche Sachen. Und äh, wie deckt man denn dann C7? Ne? Mal so als Beispiel. Hier gibt es aber was Schönes für Schwarz. Und das ist Springer F6 ist ein harmlos aussehender Zug, aber man fragt sich natürlich, ja, wie man hier unten hängt doch auch ein Bauer auf f7. Also weiß gewinnt doch ein Bauern zurück, ja, in dieser Stellung. Entweder sofort den auf f7, ja, oder mittels äh, äh, dem eingezeichneten äh, Läufer c4. Also wie wie wie, wie begegnet man dem denn? Ja, mit Springer f6. Denn der Bauer auf f7 hängt gar nicht. Ähm, oder sagen wir so, der hängt deswegen nicht, weil äh, äh, schwarz bereit ist, äh, auch noch einen ganz anderen Bauern, an dem man im Moment gar nicht denkt, nämlich den den hier äh, zu opfern, um dadurch die E-Linie aufzumachen, was wiederum mit dem noch nicht rochierten, wegrochierten König, dem weißen König, auf E1 für weißen Problem mit sich bringt. Ja? Ähm ich zeige nochmal, das naheliegendere, was die meisten spielen würden, wäre wahrscheinlich E6 ne? und nach dem Motto, ja, dann ist ja jetzt F7 gedeckt und das Läufer E4, dem begegne ich so mit Läufer D6. Naja, aber dann Springer schlägt D6, C schlägt D6. Einfach die kurze Hochade. Da kann sich jetzt, steht natürlich schwarz immer noch besser, wegen des Meerbauern, Aber ich sag mal so, nicht mehr so viel besser. Also ein bisschen was an Kompensation, nicht zum Ausgleich, aber doch um äh, die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Äh, ein bisschen was an Kompensation hat äh, Weiß in dieser Stellung. Nein, viel schöner ist dieses Springer F6. Warum? Naja, also wenn er jetzt den Bauern auf F7 frisst, was spielt man dann? Dann spielt man E6. Dann spielt man E6. Ja, wie, aber äh, der, äh, der hängt doch. Naja, der hängt natürlich nicht. Läufer schlägt E6, Turm E8 und die Figur hängt, oder sagen wir so, ist gefesselt und geht auch äh, verloren. Und geht auch verloren. Hm? Und geht auch verloren. Hm? Wenn ähm, gleichzeitig droht äh, jetzt auch der der, 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 Turm, äh, der Läufer auf F7 gefangen zu werden, ne? weil der hat ja außer dieser Richtung hier jetzt gerade keine äh, Fluchtfelder. Na, da, da muss man also schon was machen. Wegruchieren kann der weiße König nicht. Ja, also nach. Langrochieren darf er nicht, da würde er ja das Feld D1 überqueren, das aber vom Läufer unter Beschuss, vom schwarzen Läufer auf C2 unter Beschuss ist. Deswegen darf man nach den Regeln des Schachs nicht lang Kurzruchieren Kurz ruchieren kann aber auch nicht, weil dann entfernt, entfernt er sich von seinem Läufer D2, der dann ungedeckt ist, und dann fällt halt der Läufer. Daher ist Läufer schlägt F7 hier auf Springer F6 keine gute Idee, beziehungsweise sogar eine mittlere Katastrophe. Und das Fortsetzen von Läufer F mit der Idee Läufer F4, naja, dann nehme ich halt nicht den F7-Bauer, ne, sagt sich der Weißspieler, sondern ich mache jetzt äh, undeckbaren Druck auf äh, C7. Hier, ne? Mit Springer und Läufer. Ja, dann spielt man E5, wird dieselbe Idee, ne? Oder eine ähnliche Idee. Schwarz ist bereit, den E-Bauern zu opfern, um die E-Linie zu öffnen, ne? Läufer schlägt E5 und jetzt wird schön. Ja? Läufer B4 Schach. Erstmal mit Tempo, ne? weil es dafür durchaus auch der andere Turm hier rüber. Ja. Ein Motiv, das man in pseudoskandinavisch, in anderen Kontexten, in anderen Varianten auch schon mal sieht, dass äh, weiß vermeintlich einen Bauern gewinnt oder zurückgewinnt, äh, aber das Ganze noch mit einem König in der Mitte, äh, der noch auf E1 steht und vor allen Dingen mit zwei geöffneten Zentrallinien, D und E. Die wir ja hier auch haben, die dann von Schwarz sehr schnell mit den, oder jedenfalls schneller als von Weiß mit den Türmen besetzt werden. Hier ist natürlich schön, ne? König, äh, Läufer B4 Schach, König F1, um den Druck hier auf C7 aufrecht zu erhalten. Ja, und dann schon mal Läufer A5, ne? Und decken C7. Material hat Schwarz im Moment nicht mehr. So gesehen hat Weiß einen Bauern zurückgewonnen, aber äh, mit äh, Potenzial. Positionellen Zugeständnissen äh, heftigster Art. Ne? Springer D4, greift den Läufer auf C2 an, Läufer E4, zielt schon mal in diese Richtung. Springer F3, Springer G4, und das Spielchen, das, Schwarz, das Weiß eben auf dem Punkt C7 gespielt hat, äh, versucht jetzt äh, Schwarz auf dem Punkt äh, F2 zu spielen. Ne? Weiß bedient sich auf G7, Springer G4 ist ja ein Bauernopfer, G7 ist ja ungedeckt, Turm G8. Also während die beiden gleich auf F2 zielen, zielen die beiden auf G2. Der Läufer zieht zurück nach C3, um sich durch Tauschen zu entlasten. Machen wir aber nicht, wir Läufer B6. Genau da drauf. E1, Quatsch, Läufer E1, um F2 zu decken. Und jetzt wieder ein, ein wunderschöner Zug, den kannst du vorher nicht berechnen, behaupte ich mal. Das musst du dann kennen, wissen, äh, äh, zugeguckt haben hier, ne, aus der Analyse, äh, wie auch immer. Äh, Springer E5. Ein Figurenopfer, aber eins, das man um Himmels Willen nicht annehmen darf. Ne? Springer schlägt E5, und jetzt kommt der Druck auf G2. Ne? Läufer schlägt G2 Schach. Ja, wenn der König auf E2 rausläuft, fällt der Turm auf A1 und nach König G1 Läufer H3. Springer G4 ist Turm G4 matt. Hm, nee, also den darf man nicht nehmen. Springer E5, sondern... Auf der anderen Seite droht er aber natürlich was. Der Springer auf E5 greift ihn an und äh, greift auch hier an. Na, ja, da gibt es ja nur Läufer E2, ne? Als Verteidigungszug. Jetzt wird der Springer munter und geht nach D3. Greift hier an. Unter anderem, weil nehmen darf man den natürlich eher nicht. Ne? Zack. Zack. Jetzt schon das. Hm? B3, Springer F4. Der Springer hm, macht hier ein munteres, mit Drohungen verbundenes Gehoppel. Und nach G3, Springer schlägt E2. Jetzt hat es ausgehoppelt. König schlägt E2. Ein wunderschöner, ruhiger Zug zum Abschluss dieses ganzen kombinatorischen Feuerwerks. Läufer C6. Hm? Läufer C6. Äh, ein, 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 ja, ein Traumzug. Äh, warum? Ähm, eröffnet die E-Linie, der, der kommt ja von hier. Ja? Er öffnet jetzt die E-Linie, es droht jetzt ja schlichtweg. Turm E8 Schach. Und der König muss sich entfernen und kann dann den Springer nicht mehr decken, der dann fällt. Ja? Wenn äh, der Springer kann sich aber jetzt hier auch nicht entfernen, weil er gefesselt ist, weil da unten ein Turm auf H1 steht. Es gibt aber auch keine Möglichkeit für Weiß, äh, dieses Schach, dieses drohende Schach auf e8 zu verhindern äh, in, oder zu, zu, ihm zu begegnen, ohne den König wegzuziehen. Ähm, das wäre ja nur eine Möglichkeit, äh, die, man für, die man mit Läufer d2 vielleicht hätte, ja, um dann auf dieses Schach äh, den dazwischen zu ziehen. Ja, das funktioniert aber nicht. Das funktioniert allein schon deswegen nicht, weil äh, jetzt ähm, oft na, nicht das Schach kommt, ja, sondern jo, das schon. Läufer schlägt F3 Schach, Läufer schlägt F3. Und jetzt hat sich der König von dem Läufer entfernt. Und dann fällt er da. Das so weiß verlierende Figur. Und das alles durch diesen wunderschönen Zug Läufer C6. Ja. Wie kommen wir da hin? Durch den Engine-Zug Dame A6 im. Wo hatten wir sie? Hier. Im achten Zug Springer B5, Dame A6. Ich habe gesagt. Das ist der Engine-Zug, der beste, also der stärkste, aber es gibt einen einfacheren, der gut genug ist, um in Vorteil zu kommen und dabei nicht das halbe Brett anzünden zu müssen. Und das ist das Banale: Läufer schlägt F3. Ja, nach G schlägt F3, Springer schlägt F3 Schach. Dame schlägt f3, Dame schlägt d2 Schach, König f1 und Springer f6 hat äh, Schwarz äh, schlichtweg erstmal zwei mehr Bauern, gut den einen, ne? könnte könnt sich jetzt weiß mit Springer schlägt a7 Schach da unten wieder zurückholen, aber es bleibt ähm, Materialvorteil äh, für Schwarz und äh, das mit der Unterentwicklung ist auch nicht so weit her. Ja. Oder auch auf f7 ne? kann sich äh, weiß also einbauen bekommt da zurück, aber einbauen ein Minusbauernbehälter. Die Bauernstellung von Weiß am Darm am Königsflügel ist jetzt auch nicht so prickelnd. König auf F1 ist jetzt auch nicht gerade ein weißes Träumchen. Ne? Und deswegen steht Schwarz hier spürbar besser. Ne? Spürbar besser. Deswegen, das kannst du spielen. Da musst du nicht zu dem Dame A6 Engine zugreifen. Wenn nach Läufer schlägt F3 jetzt das etwas kompliziertere Läufer schlägt H5 mit beidseitigem, ne, Damm. Einstellen passiert, ja, dann passiert es auch. Läufer schlägt D1, also einstellen ja nicht, sondern beidseitiges Damen hergeben. Läufer schlägt D1, Turm schlägt D1, Springer schlägt B5, Turm schlägt D8, Schach, König schlägt D8, Läufer schlägt B5 und wieder Springer F6. Und wieder hat Schwarzen mehr ja? Und äh, weiß das Läuferpaar. Das reicht nicht als Kompensation. Ja. Das finde ich sogar trotz Läuferpaar für Schwarz im praktischen Spiel angenehmer zu spielen, als dass die ähm, andere Variante, wo die Damen noch auf dem Brett sind. Ähm, auch wenn das andere Objektiv äh, noch ein Ticken besser ist für Schwarz. Aber hier hier kann man eigentlich weniger, also auf jeden Fall weniger patzen. Weniger falsch machen oder falsch machen kann man im Schach immer was. Ne? Und wenn man zu viele Sachen falsch macht, dann äh, ja geht's auch in die Hose, aber hier kann man hier kann man nicht mehr äh, oder kaum, da muss man sich schon anstrengen, wenn man jetzt hier den König ins Matnet patzt, ne? patzt. Solange die Damen noch auf dem Brett sind, äh, sind ja gefährliche Angriffe immer möglich. Das hier ist läuft bei hin, läuft ein her, Jan Gustavson wird mich wieder erschlagen, äh, aber äh, da ist der Meerbauer, der Meerbauer und fertig, ne? Und da muss man erstmal, da soll Weiß erstmal zeigen, nicht nur wie er mit dem Läuferpaar überhaupt irgendwas wie Kompensation ähm, aufs Brett bringt, sondern wie er das überhaupt am Leben hält, das Läuferpaar. Ne? Weil äh, Schwarz wird ja Druck machen, ne, mit mehr Bauern. Und äh, schrittweise eben ne, die Bauern nach vorne treiben und dabei auch immer bedenken, dass es auch immer eine gute Idee ist für Schwarz, äh, entweder die schwarzfälligen Läufer zu tauschen oder den Springer, nach Möglichkeit aber natürlich den Springer gegen den weißfälligen Läufer zu tauschen. Ne? Denn was passiert? Wenn die beiden vom Brett verschwinden, na ja, dann kann Weiß darauf spielen, dass die beiden auch noch vom Brett verschwinden und dann bleiben nämlich nur noch neben den Bauern und den Königen die beiden übrig und die beiden sind dann ungleichfarbige Läufer. Das ist eigentlich viel mehr als äh, die vermeintliche Stärke des Läuferpaares. Äh, ist das eigentlich eher das, das Ziel? das Schwarz das Weiß vor Augen haben muss, wenn er hier Remi äh, erreichen will, ja? dass er die grün markierten Figuren abtauscht äh, und damit ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern äh, herbeiführt, weil dann hat er richtig Remischancen. Chancen, hm? dann hat er richtig Remischancen. Chancen. Aber das, das 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 reicht schon fast, wenn Schwarz das erkennt und sagt, okay, ich tausche meinen Springer nicht gegen den weißfälligen Läufer, sondern entweder gegen den gegen den, ähm, Entschuldigung, nicht gegen den schwarzfälligen Läufer. Ich tausche meinen, meinen, die, die schwarzfälligen Läufer ab, ne? Oder halt, ja, oder den, den Springer gegen den weißfälligen Läufer. Doch so herum. Ja? Oder wird schon, muss man sich auch jetzt hier beim, beim Moderieren noch äh, genau überlegen, welche Farbe welcher Läufer den hat. Ne? Ja, und das ist die einfachere Fortsetzung. In der Brettstellung hier. Einfach auf F3 mit dem Läufer schlagen. Und wie gesagt, das hier. Läuft in Springer F3, weil es nur ein Scheinopfer ist, weil der Läufer da unten ja ungedeckt ist. Ne? König F1, Springer F6. Das ist, das ist okay. Ja? Hier hat jetzt schwarzen Meerbauern und ähm, also im Moment noch zwei, ne? aber einer, einer wird ja fallen und das ist okay, das kann man spielen. Also, das sollte natürlich nicht zu verfressen sein. Ne? Also ob man jetzt irgendwie auf Läufer 7, das weiß ich gar nicht. <laughs> Vielleicht kann man ihn sogar schlagen. Ne? Vielleicht kann man ihn sogar schlagen, äh, um anschließend hier ähm, einen Damentausch zu drohen. Ne? Weil wenn man einen Bauernmeer mehr hat, ist jeder jeder jeder, Abtauschdroh jeder Abtausch ist eine Drohung. Ne? Gut. Wie kann man da hin? Ah ja, stimmt. Hier kann man da hin. So, Läufer C4, ne? Wir hatten, nee, Quatsch, nicht Läufer C4. Wir hatten Läufer G4, Läufer D2, lange Hochade. So. Und hier haben wir uns jetzt, hier haben wir uns jetzt Läufer C4 angeguckt. Und haben gesehen, nee, ne? Das ist es nicht. Zack. Da kann man wirklich auf D4 nehmen, weil das hier haben wir gesehen, läuft in das oder läuft in das. So. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen naheliegender für Weiß, wenn er den Läufer zieht, Läufer E2 zu spielen. Weil hier ist ja nun schon die ganze Zeit der ist ja gefesselt. Ne? Ein Zug vorher. Hier. Hier, das ist ja die eine Idee, die Schwarz in seinem Aufbau hat: Fesselung des Springers auf F3. Die zweite Idee, lange Hochade, Druck auf D4. So, und zumindest eine der beiden, beiden Ideen kann man ja mit Läufer E2 begegnen. Dann ist die Fesselung aufgehoben und äh, Weiß kann umgehend kurz hochieren. Nur, ähm, hat jetzt auch Weiß mit seinem Zug Läufer E2 nichts getan, was das Thema D4 angeht. Und deswegen. Schlägt jetzt schwarz auf F3, der Läufer schlägt zurück und der Springer schlägt auf D4. Was hm. machen wir jetzt? Hm. Naja, man kann ja schlecht rochieren, jetzt ist aber von bauen weniger. Ne? Äh, denn irgendwas muss man jetzt hier mit, mit, mit diesen Ideen vielleicht dann doch machen. Und das wäre Springer E4. Nun fällt aber jetzt hier der Springer mit Schach. Ne? Springer schlägt F3 Schach. Klar. Muss auch mit Schach sein, denn sonst würde ja hier die Dame fallen. Dame schlägt F3, Dame D5. Die Dame ist nämlich auf A5 gar nicht so, ähm, äh, so schlecht postiert, solange sie eben nie, äh, auch, ähm, Züge auf der fünften Reihe hat. Und das zieht sich auch noch durch äh, weitere Varianten, die wir noch sehen werden. Ein paar haben wir auch schon gesehen, dass äh, wenn die Dame auf der fünften Reihe. Äh, sich noch bewegen kann, dann sind Angriffe gegen sie weit weniger wirkungsvoll, als wenn, sie, als wenn die fünfte Reihe irgendwie blockiert wäre. Ja? Äh, hier durch, durch schwarze oder auch weiße Figuren. Also ein ne, vorgezogener D-Bauer, den es jetzt nicht mehr gibt, könnte auf D5 diese fünfte Reihe blockieren. Oder ein forsch vorgezogener schwarzer E-Bauer, äh, was schwarz ja auch gerne die macht, macht in Varianten, <laughs> blockiert aber eben auch die fünfte Reihe. Äh, und äh, wenn, die schwarze, wenn die schwarze Dame sich, äh, zurückzie ups, nee, sich zurückziehen muss, wenn sie angegriffen wird nach b6 oder wie wir das gerade in der Variante also beim Enginezug gesehen haben nach, nach a6, dann ist das natürlich alles immer ein bisschen heikler. Ja, da muss man halt schon rechnen. Geht das, oder geht das nicht. Wenn es nicht geht, habe ich die Partie verloren. Ne? Dame d5. Äh, <laughs> Entschuldigung. Ähm, ja, fesselt auch irgendwie ein bisschen. Den Springer, weil da wird ja jetzt Schwarz-Weiß äh, mit einem Bauern weniger kaum äh, die Damen tauschen wollen auf F3. Ähm, die lange Hochade wird wohl auch ein bisschen erschwert, äh, dadurch, dass er dann unten A2 hängen würde. Ne? Und äh, es gibt natürlich hier Druck auf, äh, ein bisschen Druck auf D2 auch. Ne? Turm D1. Und jetzt H6. Das ist also dass H6 ein ruhiger Zug ist, mit dem jetzt Schwarz überleiten kann ins Endspiel, ist auch eher ungewöhnlich, aber ist so. Also H7H6 ist jetzt ja, Schlüsselzug in der Stellung, aber vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Also Springer F6 ist es nicht, würde ich sagen, sondern H7H6. Und warum? Naja, jetzt ist dieses Feld G5 dem weißen Springer verwehrt. Auch mit Angriffen hier unten hin und so etwas. Und ähm, damit äh, ist F7 deutlich entlastet. Und äh, ja, jetzt drohen tatsächlich vielleicht sogar schon solche Sachen hier ne, äh, für die ganz mutigen. Ähm, und ähm, Sch Schwarz kann jetzt daran gehen, seine Entwicklung abzuschließen. Hm? Ja, ganz nebenbei, der, ja gut, na, der hängt jetzt vielleicht nicht so wirklich. ne? Aber ich meine, der hängt schon. Aber ob man ihn nehmen will, ist eine andere Frage. Ähm, und, und dann hat man zunächst jetzt erstmal mehr bauen. Ne? Man muss ja nicht auf den zweiten mehr bauen gehen. Der eine reicht ja erstmal. Ne? Entwicklung abschließen und dann sagen: Komm, ich habe mehr bauen. Ne? Und deswegen ist Läufer e2 auch, also zumindest keine Bedrohung für Schwarz. Das ist dann eher einer der Züge, genau wie Läufer c4, mit dem Schwarz eher sagt: hm, wo wir Mal gucken, ob auf Gewinn spielen können. Aber wenn es das beides nicht ist, ne? Wenn weder Läufer E2 noch Läufer C4 ist, ist ja, dann bleibt ja tatsächlich nur das dritte und das ist ähm, die, äh, die Vorstoßvariante. Wenn der weiße Bauer auf D4 gefährdet ist, angegriffen ist, zieht man halt nach D5 ne? und äh, äh, greifen dort an. Denn jetzt ist es vielleicht von Vorteil, dass der Läufer auf D2 die voll direkte Verbindung zwischen Dame D1 äh, und dem Bauern D5 und damit auch hier unten dem D8 unterbricht. Ne? Denn jetzt droht ja tatsächlich, D5 schlägt C6. Ne? Wenn der Läufer auf D2 nicht stünde, würde das ja gar nicht drohen, weil dann würde der schwarze Turm von D8 die weiße Dame auf D1 schlagen. Aber jetzt. Ne? Deswegen zieht der Springer weg und jetzt zieht nach B nach E5. Ja, und verstärkt jetzt hier wieder den Druck äh, auf F3. Aber ein Druck auf... D4 gibt es nicht mehr, weil da steht gar kein Bauer drauf. Ne? Der steht jetzt auf D5. Hm. So, Springer E5. Läufer E2 ist sozusagen die direkte Verteidigung des schwarzen Angriffs auf, äh, gegen, gegen F3. Ja, dann schlägt man den weg, der schlägt zurück. Und jetzt spielt man erstmal Springer F6. Hm. Warum? Naja. Man, man droht wieder ein bisschen was, ne? Schlagen, schlagen ne? und vielleicht das hier. Ne? Dame e2 greift den an, wollen wir mal gucken, wie das jetzt geht. Schlägt, schlägt e6 ist besser als das Schlagen auf d5. e6 besser als das Schlagen auf d5, weil der Abzug ist es jetzt eher nicht, aber äh, das hier ist dann doch eher unangenehm. Ne? Nee, aber äh, E6, denn D schlägt E6, Dame E5. Schach. Dame E3, Damentausch. Und jetzt. Den, 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 Is, ähm, den Isolani auf E6 vermeiden. Jetzt. Also nicht das Spielen, sondern dann nochmal auch. Aufs Brett gucken, in der Blitzpartie spielt man sofort, f7 schlägt e6. Aber in der längeren Partie jetzt noch ein bisschen nachdenken oder sich gemerkt haben und sagen, wir spielen dafür b4. Wir lassen das da unten erst noch stehen. Wir lassen das da unten erst noch stehen. Was droht man? Ja, man droht natürlich jetzt auf c3 zu schlagen und da so einen furchtbar kaputten Doppelbauern zu machen. Und wenn weiß, das mit Läufer d2 logisch verhindert, dann spielt man Tom H e8 und schafft es eben jetzt auch, diesen Bauern hier zurückzugewinnen. Ohne mit dem F-Bauern zu schlagen, ohne sich damit einen rückständigen Isolani auf E6 zu machen. Das ist der Trick. So, wenn jetzt schwarz sagt, weiß sagt, das ist gar kein Trick, ich fresse hier unten einfach weiter. Na, dann spielt man Springer E4. So, jetzt steht man schon zweimal hier drauf. Der Läufer kann jetzt nicht nach D2. Weil auch auf dem Feld D2 steht man zweimal drauf. Das heißt... Turm D1, Läufer schlägt C3, B schlägt C3. Jetzt hat man das Ziel hier schon mal erreicht. Ja. Turm schlägt D1 Schach. König schlägt D1 Schach. Springer schlägt C3. Man hat sich schon mal einen Bauern zurückgeholt. Mit Schach, König D2, Springer E4, König D3, Springer D6. Und die Pointe ist, dass man diesen Bauern zurückbekommt. Ja. Einfaches. Turm AF8 oder einfach, ich meine, jetzt droht er ja sowieso schon, mit dem Springer genommen zu werden, ne? aber ähm, man, man, holt ihn sich, man holt ihn sich einfach ab und ähm, dann hat man ein Endspiel, mh, in dem die von mir immer so viel besungene Bauernstellung für Schwarz spricht, weil das schlichtweg zwei weiße Isolani am Darmflügel sind. Schwarz hat da keinen Isolani. Allerdings spricht der Läufer gegen den Springer für weiß. Deswegen ist das ausgeglichen. Das ist durchaus ein Endspiel, in das man reingehen kann mit äh, dem Jan-Gustavssonschen Lehrsatz oder Merksatz, sagen wir mal so, der Erkenntnis, Läufer sind stärker als Springer. Nicht immer. Äh, deswegen ist das mit, mit Vorsicht zu genießen, aber hier ja. Das wäre ein Paradebeispiel. Das ist jetzt ein Endspiel. Äh, der, der Läufer ist die Langbeinigkeit des Läufers. Ähm, wiegt auch nicht viel, aber ein Hauch äh, mehr als die äh, Hüpf Hüpflichkeit, -Hüpf wie nennt man das denn? Ja, des Springers. Ähm, denn im Endspiel kommt es sehr oft darauf an, dann doch schnell von einem Flügel des anderen zu kommen, mit seinen, in dem Fall jetzt Leichtfiguren, äh, um äh, gegnerische äh, Bauern am Vorlaufen zu hindern oder ähnliches. Ähm, und das hier ist jetzt eine Stellung, da ist wirklich, da gibt es viele Diagonalen. Ne? wenn auch nur die Hälfte aller Felder auf dem Brett von dem Läufer erreicht werden können, weil er ja Schwarzfelder ist. Der Springer kann theoretisch jedes Feld erreichen. Das ist der Vorteil des Springers. Deswegen ist im Grunde der Springer gleichwertig mit dem Läufer. Aber in vielen Stellungen ist dann das Problem, dass theoretisch der Springer überall hin könnte, dass er aber so lange braucht dafür, wegen seiner Kurzbeinigkeit, dass das gar keine Rolle spielt, denn er wird das Zielfeld nie erreichen, weil die Partie vorher verloren ist. Das ist das Problem des Springers. Wenn der Läufer das Problem hat, dass er eben nur die Hälfte aller Felder äh, überhaupt äh, in, in Sichtweite hat und alle anderen Felder, ne, also 32 Schwarzfelder sind für den Läufer hier relevant und die 32 weißen Felder, die kennt er nicht mehr vom Namen. Ne? <laughs> die kennt er nicht mehr vom Namen. Aber deswegen ist das ein ausgeglichenes Endspiel. Ne? Aber das, das ist auf jeden Fall angenehmer für Schwarz als ähm, hier. jetzt äh, einfach so zurückzuschlagen weil dann ist alles ausgeglichener Material und auch an Bauernstellung mit Ausnahme äh, dieses isolierten Bauern in einer halboffenen E-Linie, äh, der auch noch ein bisschen rückständig ist, also da hat Weiß ein bisschen mehr. Das verlierst du jetzt auch nicht mit Schwarz. Also sag mal so, äh, das äh, gegen Magnus Carlsen vielleicht, ne? Ähm, oder gegen früher gegen Anatoly Karpov, der knetet dich dann auch vier Stunden. Und das sind dann vor allen Dingen vier unangenehme Stunden für, für einen Schwarzspieler, weil äh, keine Perspektive, ne? Während in dem Endspiel hier da können Carlsen und Karpov kneten. Ja, also das kann man auch verlieren dann, wenn man das mit Schwarz spielt. Aber hier hat man wenigstens in den vier Stunden eine Perspektive. Ja? Die vier Stunden Perspektive lautet oder mal gucken, ob ich nicht was gegen deine... Gegen, du hast auch Schwächen. Du kannst es auch verlieren mit Weiß. Da ja? muss man auch mit Weiß dann schon sehr genau spielen. Hm? So kommen wir dahin. D5, Springer E5. So, jetzt haben wir gerade gesagt... Ja, äh, Läufer E2 ist es nicht. Was ist denn jetzt mit diesem Springer B5? Das ist ein bekanntes Motiv. Ne? Ja. Also. Und blockiert die fünfte Reihe, ne? Vielleicht auch wieder ein schönes Beispiel, ne? Hier blockieren gleich zwei weiße Figuren die fünfte Reihe. Das heißt, die angegriffene schwarze Dame kann sich auf der fünften Reihe nicht bewegen. Dame B6. Ja, ist nicht die Empfehlung. Ist ein bisschen fragwürdig. Hier steht die Dame nicht sicher. Hier bekommt sie mit Läufer E3 den nächsten Tritt. Und die Idee, warum man überhaupt Dame B6 spielt, könnte sein, dass ein, Weißspieler, dass ein Schwarzspieler sagt, ja, jetzt spricht C5. Warum? Der Gedanke ist, hier steht die Dame, die weiße Dame hinter ihrem Läufer, geschützt vor etwaigen Angriffen des schwarzen Turmes. Äh, machen wir da mal andere Farben draus. Die und die. Oder die und die. Der Läufer und der Bauer verhindern, dass der schwarze Turm überhaupt äh, irgendwie die weiße Dame begucken kann. So, mit Läufer E3 ist aber schon mal einer weg. Da haben wir nur noch den. Und mit C5 wird jetzt genau diese Festung ausgenutzt. Das heißt, en passant schlagen geht nicht. Wegen Dame fällt mit Schach. Das ist der Trick, den Schwarz im in Gedanken haben könnte, um Dame B6 zu spielen. Ja, Was dumm ist nur, jetzt spielt, Schwarz, jetzt spielt Schwarz weiß einfach weiter mit Läufer F4. Hm? Springer schlägt F3, G schlägt F3. Der hängt hier. Hängt mindestens eine Qualität. Also immer so, die gute Nachricht für die schwarze Dame ist, Sie hat wieder Perspektiven diesmal auf der sechsten Reihe. Das heißt, hier muss man jetzt e5 spielen. Den muss man aber auch finden. Allerdings muss ich jetzt auch weiß was finden. Allerdings muss ich jetzt auch weiß was finden. Ähm, What schaltet nochmal Läufer e5? Auf die Schnelle. Ja, Läufer E5 scheitert tatsächlich einfach hier dran und Tommy 8. Denn schlägt hier, schlägt da, dann kann der König nicht weglaufen. Machen wir mal den Lüfter aus, weil die Dame verloren geht. Er kann aber auch nicht den Läufer dazwischen ziehen, weil dann der Springer verloren geht. Ne? Weil dann der Läufer den Springer nicht mehr deckt, weil er selber gefesselt ist. Ja, genau. Also auf E5. Kann man den nicht nehmen. Naja, kann man sagen, dann, dann, dann zieht man weg. Ja, weil der hängt ja immer noch hier. Ja, dann spielt man da für F5. Ja, guckt jetzt auch ein bisschen hier hin. A4, A6, A5. Und jetzt das eben schon gezeigte: die Dame kann, konnte nicht mehr auf der 35 bewegen, auf der 6. kann sie aber. Und auf der 6. kommt sie nach G6 und äh, schaut dahin. Hm? Naja, und ein Decken mit Springer A3 etwa läuft nach Springer E7 mit Tempo. Angriff auf, C, auf D5. Ja, wird mit C4 gedeckt, aber jetzt nutzt man wieder, und das, und das muss man sich wirklich merken, dass man immer nach Zügen schaut, die ähm, in Frage kommen, wenn der schwarze Turm den weißen D-Bauern fesselt, weil die weiße Dame noch auf D1 dahinter steht, was ja hier der Fall ist. Ja? Das heißt, jetzt kann der schwarze Springer nach C6. Und von C6 hat er Perspektive sowohl hier wie hier. Und schwarz steht. Äh, Besser, deutlich besser, viel besser. Überlegen, macht sich Gedanken über das Gewinn. Geht also nicht. Das heißt, nach Dame G6, da muss man wahrscheinlich schon mit Weiß jetzt Springer C3 spielen, auch wenn da unten jetzt ein Bauer fällt. Läufer schlägt d 2 Dame D2, Springer E7 und es geht weiter mit dem Druck gegen gegen D5. Und auch hier steht schwarz, steht schwarz spürbar besser. Nicht auf Gewinn, aber spürbar besser. Also, der ist natürlich dann Ziel für Weiß. Nee, deswegen ist hier, und ähm, hier kommen wir schon hin: E5 ist, na, ist Läufer E3, das naheliegende Läufer E3, nicht gut. Ja? Den, den muss er aber finden. Also, Läufer G5 ist ja. Ansatzweise genial, wenn man ihn denn findet, aber ich glaube, menschliche Weißspieler, die ihn nicht kennen, kommen nicht auf die Idee. Warum? Naja, sagt sich, ich provoziere ja F6 und dann muss ich ja doch nach E3. Da kann ich auch gleich nach E3 gehen. Weil es ja so aussieht, als ob das hier besser ist für Schwarz. Als, äh, als das hier. Läufer steht auf E3 und die Bauern stehen auf E5 und F7. Sieht doch so aus, oder? Hätte ich auch gedacht. Dass das hier äh, besser ist für, äh, für Schwarz. Ist es aber nicht. Warum ist es das nicht? Naja, der Bauer deckt zwar schön jetzt, F, der F7, 6 bauer deckt zwar schön den schwarzen Bauern E5, der ist aber gar nicht angegriffen. Na, und der wird auch so schnell nicht angegriffen. Aber was er auch tut, er blockiert. Er blockiert den Schwenk der schwarzen Dame nach G6, den wir eben gesehen haben. Da kommt die nicht mehr hin. Folglich macht es jetzt auch überhaupt keinen Sinn, den L Läufer, der jetzt wegziehen muss, ne, der angegriffen ist vom Bauern F3, nach F5 zu ziehen. Warum nicht? Naja, jetzt A4, jetzt A6, jetzt A5, wo zieht denn die schwarze Dame hin? Die zieht nirgendwo mehr hin, die ist gerade verloren gegangen. Und schwarz reicht die Hand rüber und gibt die Partie auf, weil das Zielfeld für die schwarze Dame ist G6 und da kommt er nicht mehr hin, weil der Bauer F6 im Weg steht. Das sind Feinheiten im Schach. Deswegen Läufer G5, F6, Läufer E3 und jetzt muss der schwarze Läufer, der weißfertige schwarze Läufer nach D7 zurück. Nicht nach F5. So, auch hier haben wir wieder die Idee A4, auch jetzt geht A6 nicht, A5, die Dame ist wieder weg, aber es geht Springer E7, es geht Springer E7, denn A5, Dame A6. Es gibt Stellungen einer Dame, ne, die sind nichts für schwache Nerven. Und damit meine ich jetzt nicht die Dame, sondern den Herrn oder die Dame, die jetzt hier am Brett sitzt und die schwarzen Steine führt. Ne. Da muss die Dame jetzt nach A6 und es aushalten, ne, dass sie hier vis-à-vis -vis dem, äh, dem weißfälligen Läufer auf F1 steht. Aber das geht. Denn so richtig schlimme Abzüge, so richtig mörderische Abzüge sind nicht zu erkennen. Springer C3 ist so ein Abzug, ja, Dame die 6. Ne? Springer E4. Also, es ist natürlich jetzt noch schön. Aber auch das muss man jetzt sehen. Ja, äh, denn mit dieser hübschen Kombination gewinnt jetzt Weiß eine Qualität. Nicht die Dame, aber eine Qualität. Aber das musste sehen. Ne? So, hier, das musste sehen. Springer C3, Dame die 6, Springer E4, Dame schlägt die 5. Soweit. Rechnen Weißspieler vielleicht, falls überhaupt, und sagen sich, naja, ist ja Quatsch, vielleicht ein Bauer. Ne? Springer D6-Schach. Das ist die hübsche Kombination, mit der weiß eine Qualität gewinnt. Denn der Springer kann ja nicht geschlagen werden. Ne? Die Dame kann ja jetzt nicht äh, den Springer schlagen, weil da ist sie auf D6 ist sie nicht mehr gedeckt. Ne? Auf D5 ist sie gedeckt. Durch den Springer E7. Auf D6 ist sie nicht gedeckt. Deswegen kann sie nicht schlagen. Also muss der König vor nach C7. Jetzt wird auf D5 getauscht. Und jetzt gibt es die Springergabel auf F7. Wunderschön. Wunderschönes Motiv. Läufer E7, Springer schlägt H8, Turm schlägt H8. Ja, durch diese, also das ist eine traumhafte, traumhafte Kombination, traumhafte Zugfolge schon. Angefangen von Läufer G5. ne? Von angefangen mit Läufer G5 im, wo war das? Äh, 12. Zug. Ja, sind wir jetzt äh, 90er weiter im 21. Aber das, das muss weiß bis dahin alles entweder wissen, na, weil er hier zuguckt, das ist aber eher unwahrscheinlich. <laughs> wir sind ein sehr exklusiver Kreis, wir, wir Dark Knight System-Spieler. Ähm, wir, wir können jetzt in der Praxis eher darauf verlassen, dass wir Weißspieler überraschen, als dass sie äh, die moritexen videos studiert haben und äh, das dann parat haben. Aber selbst wenn es so kommt oder wenn es jemand am Brett findet, dann gratulieren wir ihm sowieso für seine, für seine Genialität. Das ist jetzt nichts, das Schwarz aufgeben muss. Ne? Ja, man hat die Qualität weniger, ähm, aber äh, man hat einen Bauern dafür. Also so, sozusagen das Minimum. Ja, Man weiß ja bei einer Qualität, -Abschweifung, ne? Man weiß ja beim Qualitätsvorteil nie so recht, wie viele Bauern gleichen das aus. Weil rein rechnerisch ist ein Bauer zu wenig. Eine Leichtfigur und ein Bauer gegen Turm ist, ist nach der Mathematik der, der Wertigkeit der Schachfiguren zu wenig. Aber zwei Bauern und eine Leichtfigur gegen Turm, das ist dann schon fast wieder ein bisschen zu viel. Also zu viel im Sinne von, da hat jetzt die Turmpartei was weniger. Die Lösung müsste also irgendwo bei 1,5 mehr Bauern liegen, aber das hilft einem in der Praxis jetzt ja überhaupt nichts, weil einen halben Bauern gibt's ja nicht. ne? Ein halbes Schwein fällt immer um oder so. Oder wie lautet das? Der Bauernspruch. Der Bauern ähm, nein, nein, also das ist gar nicht so einfach. Äh, äh, und äh, es spielt natürlich mindestens für die Praxis eine Riesenrolle, ob man jetzt mit äh, am Ende mit einem Springer als Leichtfigur gegen den Turm spielt oder mit dem Läufer. Also beim Läufer gegen den Turm würde ich mir sogar mit nur einem, mehr, mit einem Ausgleichsbauern, ne, also was weiß ich was, Läufer und vier Bauern gegen Turm und drei Bauern, da würde ich mir als Läuferpartei sehr viele Chancen, sehr große Chancen auf ein, auf ein Remis ausrechnen. Im Springer schon weniger. Hm? Es recht, wenn die Bauern irgendwie auf beiden Flügeln verteilt sind. Hm? Aber das hier man weiß ja noch nicht, wie es ausläuft. Ne? Also der klar kann man nicht sagen, ja, ja beide Seiten haben noch beide Läufer, Läufer bei nicht, sondern vier Läufer auf dem Brett und der Springer. Äh, also spielt ja quasi schwarz mit dem Springer gegen Turm und ist deswegen nicht so gut. Ja, ist aber nicht ausgeschlossen, dass es schwarz gelingt, durch äh, seinen Springer gegen einen der Läufer zu tauschen. Und dann sieht das wieder anders aus. Und die weiße Bauernstellung zumindest am Königsflügel ist ja nicht so prickelnd. Ja? Und schwarz hat den Mehrbauern am Königsflügel. Also weiß steht besser. Ja. Aber äh, äh, das Risiko, in so ein Endspiel reinzukommen, mit all den Widrigkeiten, die, die, die äh, auf dem Weg hierhin liegen, für beide Spieler, aber wenn schwarz sich auskennt, ja dann eigentlich nur noch für den Weißspieler, ähm, die erlauben es durchaus, sich auf sowas dann auch im Worst Case einzulassen. Hm? Sag ich. So, äh, wie kann man denn da hin? Hier, Läufer G5. Und jetzt wieder zurück. Genau. Ja, wir kamen aber so, wenn man das nicht will. Ja, wir kamen dahin, dass ich gesagt habe, Dame B6. Ne? Läufer E3 und dann der Trick C5. Hm? Läufer E4 schlägt, schlägt E5. Und jetzt Läufer G5. Ne? Aber selbst das ist spielbar. Deswegen mache ich, glaube ich, auch mal das Fragwürdig-Zeichen hinter Dame B6 weg und ersetze es durch ein Interessant. <laughs> Ihr wisst ja, das sind die, meine, meine Lieblingskommentare beim, beim Schach, um beim einen Zug ähm, zu bewerten. Ein toller Zug, dafür gibt man Ausrufezeichen, ein schlechter Zug, also ein richtig schlechter Zug, vergibt man ein Fragezeichen. Und wenn es entweder ein super toller, genialer oder ein Patzer ist, dann macht man diese Zeichen eben doppelt. Zwei Ausrufezeichen, zwei Fragezeichen. Es gibt keine drei Ausrufezeichen im Schach und es gibt auch keine drei Fragezeichen im Schach. Wer sowas macht, der hat zu so viel, so viel Fragezeichen auf der Tastatur, glaube ich. Ne? Also bei zwei ist Schluss. Aber es gibt eben Züge wie dieses Dame B6. Wo auch der Kommentierer sich nicht ganz, sich nicht klar äh, ist. Ähm, und er neigt dann bei einem Zug, dem er eher eine positive als eine negative äh, Grundlage, Bewertungsgrundlage geben will, dazu ihn interessant zu nennen. Nicht überzeugt, äh, aber interessant. Und dann nimmt er die Reihenfolge Ausrufezeichen und Fragezeichen. Wenn er der Meinung ist, dieser Zug sei eher fragwürdig als interessant, dann macht das umgekehrt. Dann setzt er zuerst das Fragezeichen und dann das Ausrufezeichen. Also das ist die Unterscheidung zwischen einem interessanten und einem fragwürdigen Zug. Aber in beiden Fällen ist sich der Kommentierer nicht sicher. Und das liegt nicht daran, dass er die Engine nicht zu lange hat laufen lassen, sondern die Engine ist sich dann im Grunde genommen auch nicht sicher. Und das sind eigentlich die schönsten Züge. Und bei Dame B6 neige ich jetzt dazu, ich habe ihn bisher eher als fragwürdig angesehen, ihn jetzt als interessant einzustufen. Warum überhaupt? Ja, es gibt eine Alternative. Und die Alternative ist Dame A4. <laughs> ich muss wieder lachen. Ja, das ist wieder der Hammer. Also diese, was ich, was mir vorher auch äh, bei der Variante mit Dame A5 nicht so ganz klar war, dass die Dame auf A5 wirklich lustige Perspektiven hat. Ja, eben hatten wir ja Vari Varianten. Da ist sie entweder nach ähm, äh, A6 oder nach B6 äh, zurückgekommen und hat Potenziale gefunden in einem Schwenk über die sechste Reihe. Jetzt, das ist ja noch, noch viel waghalsiger, gibt es irgendwelche Schwenks auf der vierten Reihe? Ja, also erstmal Fragezeichen. Gibt es die? Hm? Springer C3 greift die Dame an. Die kam wieder zurück nach A5. Und wo sind wir da? Ja, da war wir gerade schon. Genau, das ist ja die Stellung, von der wir kommen. Springer b5, Dame a4, Springer c3, Dame a5, Springer b5. Das ist eine Remie durch wiederholung Wir sind jetzt immer gerade im zwölften Zug. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn das in einem Turnier over the board vorkommt. Denn ähm, es gibt ja, mh, ich glaube, bei vielen Turnieren also es steht jetzt nicht grundsätzlich, glaube ich, in den vielen Schachregeln, aber bei vielen Turnieren gilt ja, die Spieler dürfen kein Remis vereinbaren äh, vor dem 20. Zug. Ich weiß nicht, wer sich diesen Schwachsinn hat einfallen lassen, aber irgendwie, um, um Kurzremis zu vermeiden. Ja, äh, das Remis gehört zum Schach dazu. Es ist sogar das häufigste Ergebnis aller Schachpartien. Und wenn zwei Schachspieler keine Lust haben, dann einigen sie sich auf Remis. Ja, es gibt ja keine Mindestspielzeit. Im Schach, aber man versucht das dann durch eine Mindestzugzahl hinzukriegen, indem man sagt, äh, zumindest die Regel ist, ein Spieler darf äh, nicht Remis anbieten ähm, äh, innerhalb der ersten 20 Züge. Ich glaube, das gibt ich glaube, die 20 ist die Zahl. Das gibt es, glaube ich, in vielen großen Turnieren, damit Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Ja, aber hier äh, ist eine Stellung, äh, die äh, nach einer Zugwiederholung quasi schreit und nicht deswegen, weil die Spieler gerade keine Lust haben. Was? Der eine, der will noch ins Theater, äh, der andere hat äh, einen Tisch im besten Restaurant der, der Stadt bekommen, aber leider nur an diesem Tag mittags, ja, und dann äh, will er halt früh, früh die Partie beenden. Und aus welchen Gründen auch immer, das ist ja ein schachlich, wirklich ein schachlicher Grund, hier hier Zugwilderung zu machen, weil hier ist Springer C3 und Springer B5 sind die besten Züge, da kann man sogar eine Engine befragen, ja, und Dame A5 und Dame A4 sind auch die besten Züge. Ja. Ähm, wenn. Hier jetzt Dame A4, wenn Weiß jetzt nicht Springer C3 spielen will, um die Zugwiederholung zu vermeiden, ja, dann bleibt ja fast nur Läufer E2 übrig. Na? Aber dann muss er ein Bauern opfern. Und ich meine, wenn ich jetzt mal dem Schiedsrichter sagen muss, hören Sie mal, also wenn ich die Zugwiederholung vermeide, muss ich einen Bauern opfern, das kann es ja auch nicht sein, ne? Weil, also man, man kann das, man, es ist, kommt jetzt was Unklares dabei raus. Also so gesehen ist es jetzt hier kein Einsteller, weil Läufer schlägt F3, G schlägt F3, Springer schlägt F3, Läufer schlägt F3, Dame schlägt B5. Deswegen geht ja hier auch auf Läufer schlägt F3 nicht, Läufer schlägt F3. Ne? Oder, oder kann, man, kann man sofort auf B5 nehmen oder noch hier einen Schach dazwischen schlagen. Ne? Zack, Zack, Zack. So, jetzt hat schwarze Figur mehr. Ne? Ja, sagt sich Weiß ruhig noch den Bauern. Ja, dann spielt wir Schlam Dame schlägt D5 und jetzt gibt es noch Darmtausch und schwarze eine Figur mehr und steht auf Gewinn. Nein, nein. Auf Läufer schlägt F3 muss der G-Bauern zurückschlagen. Und dann schlägt man aber trotzdem Springer schlägt F3 Schach. Ne? Weil. Man muss ja dann genommen werden, ist Und jetzt hat ja jetzt hat Schwarzen Meerbauern und Weiß hat das Läuferpaar. Und ist besser entwickelt. Entwicklungsvorteil. So. Und damit hat er Kompensation. Das ist richtig. Auch Kompensation, deren Nachweis im weiteren Partieverlauf für Weiß aber zunehmend schwieriger werden wird. Das ja, ist vielleicht für Großmeister kein Problem. Aber mehr als Kompensation ist es nicht. Also das ist jetzt kein Bauernopfer, mit dem jetzt Weiß auf Gewinn spielt. Und warum sollte man das tun, ne, wenn man hier stattdessen eine sichere Remischaukel hat? Ne? Wieder da mal 4. Ne? Warum sollte man das tun? Als Weißspieler? Also, wenn euch das in einer Turnierpartie passiert und ein Schiedsrichter kommt und sagt, nein, ihr dürftet keine Remis machen. Dann schreibt mir mal eine Mail, wie das ausgegangen ist. Aber äh, das ist tatsächlich, vielleicht ist deswegen auch es <laughs> richtig, in dieser Stellung hier dem Zug Dame B6 kein fragwürdig zu geben, sondern interessant. Weil das jetzt aus schwarzer Sicht die Fortsetzung wäre, um Remis zu vermeiden. Wir wollen ja nicht immer nur tun, ne? als äh, ob das nur für, für weißen Problem ist, ein frühzeitiges Remis. Je nachdem, wie vielleicht ein Turnierverlauf ist oder wie das... Das Elo-Waiting, der Unterschied zwischen den beiden Spielern ist, äh, dass Schwarz nicht Remis spielen will und vielleicht auch deswegen so Dark Knight System spielt, weil er sagt, da brennt das, da brennt das Brett doch oft genug. Ja, da kann man doch verschärfen, also damit es kein Remis wird. Ähm, dann ist äh, Dame B6 die interessante Fortsetzung, mit der man aber eben auch, wie wir ja gesehen haben, durchaus auch nennenswerte Risiken eingeht. Vor allen Dingen, wenn, We wenn Weiß es eben in dieser ähm, Variante hier. Äh, äh, Läufer E3, C5, Läufer F4, E5 und jetzt Läufer G5 spielt. Auch ja. schon dass hier jemand der Qualität mehr dasteht. Ne? F6, Läufer E3, gucken wir uns die noch nochmal an. Läufer D7, A4, Springer E7, A6 geht ja nicht. A5, Dame A6, Springer C3, Dame D6, Springer E4, Dame schlägt D5. Springer d6 Schach, traumhaft. König c7, Damentausch auf d5 und Springer f7 mit Springergabel und Qualitätsgewinn gegen einen Bauern. So, das Risiko muss dann Schwarz eingehen, dass das dabei rauskommt. Und wenn er weiß, dass sein Gegner die Variante kennt, dann nimmt er, glaube ich, doch eher Dame a4 und Zugwiederholung. Nimmt ne? er vielleicht doch eher. Ja, aber das ist im Grunde genommen das Schlimmste, was für Schwarz rauskommen kann. In, wo waren wir denn? Hier, in der Variante, ne? Mit dann D5 und Springer E5. Ach ja, hier haben wir noch eine Variante uns noch nicht angeguckt. Was passiert denn, wenn, wenn Weiß hier A4 spielt? Besonders tricky, ja, das stimmt. Da müssen wir noch ein Auge drauf werfen. Besonders tricky. Äh, A4 ist insofern tricky, weil wir ja äh, doch äh, einige Varianten gerade gesehen haben, wo die Zugfolge A4, A6 ne? äh, eine Rolle spielt. Und ähm, wenn Weiß jetzt schon mal mit A4 anfängt, dann stellt sich ja die Frage, ob er damit dann ein entscheidendes Tempo gewinnen kann. Ja? Wenn man jetzt einfach, was weiß ich, was mit Schwarz Springer F6 weiterspielt oder so etwas, ne? oder auf F3 schlägt oder so, äh, äh, kann es dann nicht problematisch werden, weil dann Springer B5. Ne, ein Zug ist, wo dann danach Dame B6 und dann sofort A, A4, A5 hinterherkommt. Dem kann man ganz anders aus dem Weg gehen, indem man jetzt auch dieses, ist ja ein Tempoverlust, wenn man so will, A4 nutzt, um auch A, das, das Pendant zu A4 zu spielen, nämlich A6. Hm. Nichtsdestotrotz, ne? Geht Springer B5 natürlich zunächst mal aus taktischen Gründen, weil man den Springer ja nicht schlagen kann, weil die Dame ja angegriffen ist. So, jetzt geht auch diese Dame A4-Geschichte nicht mehr, ne? Weil jetzt steht ja eine Dame auf A4, ähm, ein Bauer auf a 4 Also muss jetzt Dame B6 kommen. Ja. Naja, wenn aber jetzt Läufer E3 kommt, dann schwenkt die Dame nach F6. Ja. Und jetzt, also mal, mal abgesehen davon, dass der jetzt hängt, ne, äh, haben wir jetzt hier heftigen Druck auf F3. Hm. Dame D4. Wem die jetzt gleich folgenden Taktiken zu heiß sind, zu riskant sind, der kann immer den Notausgang wählen. Springer schlägt F3-Schach, G schlägt F3, Dame schlägt D4 Schach, die Dame vom Brett, damit ist Dame A7 und Matt setzen. Irgendwas da unten ist für Schwarz keine Gefahr mehr. Läufer äh, Quatsch, Springer schlägt D4 zurück und Läufer D7. Ja. So kann man immer. Also jetzt in dieser Stellung für Schwarz einen Notausgang finden, wenn man die ansonsten entstehenden Taktiken vermeiden will. So, jetzt hat man kein Material mehr als Schwarz, aber auch keine Probleme. Hier steht Schwarz leicht besser, weil, naja, die berühmte Bauernstellung, ne? die ist halt schlecht davon weiß und deswegen steht Schwarz leicht besser. Das ist alles. Aber ist auch nicht nix. Ne? Aber lustig wird es natürlich, wenn man das nicht macht, wenn man äh, auf F3 mit dem Läufer schlägt. Ne? Das ist natürlich viel lustiger. Und äh, ist tatsächlich auch stärker. Objektiv, objektiv, objektiv. Aber objektiv heißt auch, weiß äh, geht jetzt, opfert jetzt die Figur und geht jetzt nach hier unten. Ne? Weiß schlägt jetzt, äh, schlägt nicht, sondern zieht nach A7. Ja. Schwarz schlägt mit dem Läufer den Bauern auf D5 und hat eine Figur mehr und einen Bauern. Und weiß rochiert lang. Und das ist jetzt ein klassisches, schon fast, ein, eine klassische Angriffs-Nicht-Stellung, aber Angriffsmöglichkeit von Weiß, die man gegen die schwarze lange Hochade gerne spielt. ja Man hat schon mal einen Turm auf der D-Linie, um etwaigen Fluchtwegen des schwarzen Königs äh, einen Riegel vorzuschieben und hat Angriff. Ne? So, jetzt geht die schwarze Dame nach C6. Und Weiß opfert die Qualität. Schwarz nimmt mit dem Turm Dame A8 Schach König D7 raus Dame schlägt F8 Schach äh, irgendwie Schach Quatsch Dame schlägt, schlägt den Läufer auf F8 Springer G6 ist hübsch hm? greift die <laughs> greift die Dame auf F8 an und äh, deckt gleichzeitig äh, den Turm auf H8 ja so dass jetzt Dame schlägt G7 gar nicht so schlimm ist hm? ah, schlägt die Dame auf F7 jetzt geht der Springer nach F6 hm? Solche Sachen jetzt, den ange hier hängt jetzt ja auch noch ein Springer auf B5, ne, Ein bisschen, ne, weil äh, den, kann, den, den, den könnte man jetzt ja hier tatsächlich schlagen, ne, wenn man den Springer schlägt und der Läufer schlägt zurück und sagt, haha, ne, Dame gefesselt, ja, deswegen steht, deswegen steht ja der Turm auf der fünften Reihe, um sich dann quasi als Qualitätsopfer auf äh, B5 anzubieten, weil dann sind zwei weiße Leichtfiguren verschwunden und äh, nur ein schwarzer Turm, ne? Und wer dann Mehr Material hat, dürfte klar sein. Ne? Nee, nee. Äh, aber Springer C3, um den Turm anzugreifen, läuft in Turm F8. Wo zieht jetzt eigentlich die Dame hin? Ja, die kann jetzt noch hier schlagen. Hm. Dann geht man zurück. Da sagt sich die Dame, was soll's? Gehe ich wieder nach hier. Ja? Aber jetzt ist der Kick im Unterschied zu der Stellung hier. In der Stellung hier steht der Turm auf H8. Ja? Und ist durch den Springer gedeckt. Hier jetzt Turm F8, Dame schlecht G7, Turm G8, Dame F7, steht der Turm auf G8 und ist durch den Springer gedeckt. Das heißt, der Springer hat frei. Hat die Freiheit zu tun, was er will. Und am liebsten tut er das. Jetzt zieht er nämlich nach E5, greift die weiße Dame an und die hat keine Felder mehr. Und die weiße Dame ist gefangen und schwarz verliert die verliert die, äh, weiß verliert die Partie. Schwarz gewinnt die Partie. Hübsch, ne? Aber natürlich. Äh, Komplex, kompliziert, was soll man dazu sagen? Also, ne, wer, wer, wer das nicht einlassen will, ne, wer, wem das zu heiß ist, der schlägt halt mit dem Springer auf F3 im 11. Zug. Ne? Aber das ist ja viel schöner. Nee, das heißt, hier auf Springer F6 ist das naheliegende Springer C3 nicht gut, aber es gibt ja noch Springer D4. Statt den schwarzen Turm auf D5 anzugreifen mit dem Springer, greift man die schwarze Dame auf C6 an. Ne? Ja gut, die frisst den. Auch, auch deswegen ist hier Springer C3 dieser dieser Fehler so verlockend, weil Springer C3 greift ja den Turm an und deckt auch noch A4. Wenn man den Alternativzug, aber das ist der einzige, der möglich ist, Springer D4 spielt, dann hängt er ja auf A4. Ne? Ja, auf der anderen Seite gibt es jetzt eine Dame E6 Schach. Wird ja gestützt durch den Springer D4. Ne? König muss nach D8. Jetzt spielt man C3. Turm D6. Dame F5. Dame A1, die Dame dazwischen, tauschen, tauschen. Der Rauch hat sich verzogen nach dem Damentausch. Und Schwarz, durchzählen, hat eine Qualität mehr und einen Bauern. Also jetzt nicht so, dass Weiß eine Qualität weniger hat, aber dafür einen Bauern, sondern umgekehrt. Und mit einer Qualität mehr und einem Bauern mehr, da müssen wir uns über die Leichtfiguren gar keine großen Gedanken machen, ob der jetzt Läufer, Springer oder sonst was übers Brett huppelt. Damit steht Schwarz materiell auf Gewinn. Qualität und Mehrbauer. Aber bis hier musste erst mal kommen. Ne? Aber es ist natürlich schön. Also, sagen wir mal so, es ist ein Träumchen hier. Ne? Dame d4. Läufer schlägt f3. Dame a7. Läufer schlägt d5. Lange Hochrade, Dame c6. Turm schlägt d5. Turm schlägt d5. Dame schach. König d7. Die Dame holt sich hier unten den Läufer zurück. Nach Springer g6 schlägt sie auf f7. Nach Springer f6 kommt Springer d4. Oder halt was viel schöner ist und wahrscheinlicher ist. Springer C3, Turm F8, Dame G7, Turm G8, Dame wieder nach F7. Ja, und vielleicht sagt sich da jetzt auch äh, Weiß, naja, dann machen wir halt hier. Ne? Äh, Zugwiederholung. Ne, ne? ne? hier gibt es keine Zugwiederholung. Ja? Hier ist die Dame nach Springer E5 weg. Wunderbar. Haben wir den Variantenbaum jetzt durch? Ich glaube noch nicht, oder? Ne, stimmt. Das war alles jetzt nach ähm, Läufer D2. Ja? Und ich glaube, wir haben uns noch nicht Läufer, Direktläufer E3 angeguckt. Genau. Direktläufer E3. Ja. Äh, schwarz ruchiert lang. Hm? Und macht wieder Druck hier drauf. Wenn jetzt H3 kommt quasi ein Zug später als äh, in der, ähm, in der ähm, Variante, in der Sch äh, weiß bereits im sechsten Zug K3 spielt, wo wir gesehen haben, das ist kein Problem. Dann äh, schlagen Dame schlägt und E5. Und wir haben durch Zugumstellung haben wir dieselbe äh, Stellung erreicht, die wir uns eben schon angeguckt haben nach ähm, sechstens H3, Läufer schlägt F3, Dame schlägt F3 und dann kurz lange Hochrade, Läufer E3, E5. Das heißt, die Variante, die Stellung hier, die Brettstellung hier haben wir uns bereits im letzten Video angeguckt. Ne? Da könnt ihr da nochmal nachschauen. Ähm, Dame D2 wäre auch eine Idee. Läuft in E5. läuft Also läuft nicht in H, <laughs> ich schlage hier und mache die Bauernstellung kaputt, sondern läuft in, äh, ups, in schon besagtes Motiv E5, hm, das wir auch im letzten Video ja schon gesehen haben, dass das äh, äh, die Ausnutzung der äh, Fesselung des D-Bauern, denn ob die Dame jetzt auf D2 oder auf D1 steht, ne, in der D-Linie ist sie auf jeden Fall durch den lang durch die lange Hochade entstandenen schwarzen Turm auf D8 äh, bedroht. Ne, und da muss man halt vorziehen. Und äh, der weiße D-Bauer zieht zwar vor und entzieht sich damit dem Angriff ne, seines kontrahenten auf E5, das ist aber auch alles. Er droht nichts, weil er droht nicht auf C6 zu schlagen, weil er ja gefesselt ist. Deswegen spielt Schwarz in aller Regel. Seelenruhe, Springer F6. So, wenn Weiß auch in vermeintlicher Seelenruhe jetzt rochiert, dann gibt es E4. Springer G5, Läufer schlägt D1, Springer schlägt F7, nach dem Motto, ich kriege auch eine Qualität, Läufer B4. Und das ist äh, Harakiri für, äh, für Weiß. Das ist Harakiri für Weiß. Das geht den Bach runter. Nee, das geht nicht. Also auf Springer F6 direkt Springer G5. Ja, da steht ja noch kein Turm auf D1, der ne? ja, geschlagen werden kann, aber äh, die Drohung hier ist ja scheinbar dieselbe. Springer schlägt D5. Springer schlägt F7. Auch jetzt Läufer B4. Und hier droht reichlich ne, auf C3. Läufer D3, um zumindest diese D-Linie hier zu verschließen. Springer schlägt C3. Man kann nicht zurückschlagen. Ne, weil geht die Dame verloren. Also kurz ruchieren. Ja, und jetzt Springer E2 Schach. Katastrophe ne, für Weiß. Weil jetzt muss ja die Dame hergeben. Ne. Dame schlägt E2, Läufer schlägt E2, Läufer schlägt E2, Läufer D2. Ja, hier unten geht jetzt noch eine Qualität zurück. Zack, zack. Und äh, der Rauch hat sich wieder verzogen. Und ja, Schwarz steht mit der Dame gegen den Turm. Natürlich auf Gewinn, die Partie wird nicht mehr lange dauern. No. Nee, das Einzige, was man hier machen kann auf Läufer E3 und lange auch gerade, oh Gott, ob man machen kann, ist auch noch so die Frage. Was passiert jetzt noch auf Läufer E2? Auch jetzt E5. Ausnutzen, dass der Kamerad gefesselt ist. Jetzt ist dem, das Vorziehen ja, läuft direkt den Springer F6. Hm? Jetzt stehen wir wieder dreimal auf dem Bauern D5 als schwarzer Angreifer. H3, ja, den kann man sogar schlagen jetzt. Ne? Springer G4, Springer schlägt E3. Mit Öffnung und Schwarz steht auf Gewinn. Das geht also nicht, sodass auf ähm, hier Läufer E2, E5, Springer schlägt E5 kommen muss. Mhm. Dann schlägt man auf E2, Dame schlägt zurück, der Springer schlägt, D schlägt E, Dame schlägt E5 ja das ist das kann weiß spielen ja aber er erreicht damit keinen vorteil ne, sondern das führt äh, wie so, wieso äh, manche variante im pseudo äh, zu einer ausgeglichenen stellung und damit ist ja weiß in aller regel zufrieden ne. äh, damit c4 kommt man jetzt noch sagen ja hier ne, angriff auf f7 ne. na ja da wird jetzt cold blooded springer f6 gespielt cold blooded was ist das denn ja hier gibt es noch das hübsche motiv Dame schlägt f7 zwei Fragezeichen dahinter ne wenn es drei gäbe würden wir noch drei machen es gibt aber nicht drei deswegen müssen zwei reichen Läufer a3 bekommt dann ein Ausrufezeichen und nicht zwei da reicht eins ne? ist aber auch ein Zug der für einen Weißspieler vom Himmel fällt für einen Schwarzspieler nicht weil wir auch das ja schon in ähm, äh, ein, einzelnen Varianten gesehen haben das Motiv äh, dass der Bauer B2 überlastet ist äh, mit dem Decken des Springers C3 und dem Überdecken des Feldes A3, wenn da ein Läufer hinzieht. Denn der Läufer zieht ja nach A3 nicht so zum Spaß. Der Läufer zieht ja nach A3 mit der festen Drohung B2 zu schlagen. Ja, Das heißt, da muss, das ist eine Drohung, Läufer A3. Da muss man ja was machen. Ja, Aber schlagen kann man ihn eben nicht, ne? denn wenn man das tut, dann äh, fällt es eben hier. Hm? Und das ist schlimmer. Nein, nee, deswegen ist hier auf Springer F6 äh, G3 ein Zug. Ne? Den weiß dann Spieler, muss er auf F7 dauer nicht schlagen. Ja, dann spielen wir mit Schwarz Springer D5, tauscht, 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 König E2. Und wenn das kein ausgeglichenes Endspiel ist, dann weiß ich nicht, was ein ausgeglichenes Endspiel ist. Ne? Und wir sind im 15. Zug, womit wir wieder das Problem bekommen. Das ist jetzt eine Stellung, wo man tatsächlich auch sich die Hand reichen könnte, auf jeden Fall zwischen Meisterspielern und sagen, okay, machen wir Remis. Ja, wenn das aber ein Turnier ist, wo es heißt, vor dem 20. Zug darf kein Remis-Angebot gemacht werden, dann müssen die jetzt noch fünf Züge irgendwas spielen, ne, oder sechs Züge, um, um sicher zu sein, und dann spielen sie, und dann, dann machen, reichen sie sich die Hand. Also diese Regel ist gut gemeint, ähm, ist aber im, im wahren Sinne Kokoloros. Ne? Also, äh, das ist Quatsch. Ne? Also überhaupt für ein Spiel äh, oder ein Sport, ne, wie Schach, in dem das Remis die Regel ist, äh, es sind irgendwelche Versuche mit, mit Turnierregeln, äh, das zu erschweren, äh, Schwachsinn. Ne? Es gibt ja Sportarten, da kann es gar keine Remie geben. Tennis ist der klassische Fall. Ne? Es gibt keine Remie im Tennis. Es gibt keinen Unentschieden im Tennis. Nicht mal in einem einzelnen Spiel oder in einem einzelnen Satz, geschweige denn in einem Match. Ne? Wird immer ausgespielt. Deswegen dauert es immer ja so lange. Ne? Das ist das geht das so gesehen das absolute Gegenteil von Schach ist Tennis. Also im Fußball gibt's Remis. Gestern hatten wir ein sehr langweiliges in der Bundesliga und in vielen vielen anderen Sportarten gibt's eben gibt's eben Remis. Da haben die eher das Problem, wenn sie eben eine Entscheidung haben wollen, wie es ja das, was weiß ich im Handball im Eishockey, dass es dann eben in Verlängerungen geht oder auch beim Fußball, wenn es K.O. System ist, ne, da muss man eben Verlängerung machen nach dem Motto wir machen das Spiel halt länger und wenn es dann immer noch nicht ist, ja dann kommt dann kommt eine Lösung, die mit dem Sport nichts mehr zu tun hat. Also Elfmeterschießen hat mit dem Sport Fußball sehr wenig zu tun, um es mal vorsichtig zu formulieren. Penalty schießen im, im Eishockey auch. Ja, irgendwie, ne, hat, findet es auf demselben Feld statt, aber das ist ja nicht, das, 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 das Duell vom Elfmeterpunkt im Fußball, was ja dann die meisten kennen, deswegen vergleichen wir es mal damit, hat ja nun mit dem Fußballspiel, wo zwei Mannschaften sich gegenüberstehen, nichts zu tun. Allein schon, weil sich nicht mehr zwei Mannschaften gegenüberstehen, ne, sondern ein Schütze und ein Torwart, ne, der Tor ist immer derselbe, ne. So das ist beim Schach eben anders. Und das hier ist jetzt ein äh, komplettes, nicht nur ein ausgeglichenes Endspiel, sondern Remi-Endspiel. Weil hier, hier hier ist keine Spannung. Die Läufer sind gleichfarbig. Gut, bei ungleichfarbigen wäre es ja noch schlimmer. Äh, wir haben zwei Türme. Wir haben symmetrische, komplett symmetrische Bauernstrukturen. Das wäre jetzt noch ein bisschen was anderes, wenn wenn äh, ähm es an, äh, am einen Flügel drei, drei gegen zwei Bauern wäre und am anderen vier gegen drei. Dann hätte man ja zumindest noch eine Unsymmetrie dahingehend, dass es vielleicht eine Seite, nicht unter Meisterspielern, aber unter Nichtmeisterspielern, eine Seite schafft, äh, einen äh, entfernten Freibauern früher hinzubekommen als der andere Spieler. Ja? Aber das hier ist nicht gegeben. Nee, also Läufer E3 ist im Unterschied zu Läufer D2 ohne noch, noch geradliniger von äh, Schwarz zu begegnen mit äh, langer Hochade und dann eben auch mit, mit Spiel, äh, machen wir das nochmal hier, ne, so, und dann jetzt auch mit, mit Spiel äh, E7, E5 gegen diesen Bauern D4, der halt äh, in der Linie des, des äh, langruchierenden Turmes steht. Ne? Läufer E2, E5 macht es schön deutlich, ne? Und dann ist das Beste, was weiß machen kann. Springer schlägt E5, Läufer schlägt E2. Dame schlägt E2, Springer, zack, zack. So, und wenn man jetzt auf die Idee kommt, damit C4 zu spielen, Cold Blooded Springer F6. Und das ist tatsächlich noch eine Feinheit, auf die ähm, Weiß achten muss, nicht schwarz. Ne? Also hier kann tatsächlich Weiß mit Dame schlägt F7 und Läufer A3 noch, noch ähm, in die Falle tappen. Und den Bach runtergehen. Gut, das wäre es gewesen. Für dieses Video, wir befanden, befinden, befanden uns in dieser Grundstellung und haben jetzt abgehandelt in diesem Video heute die Züge des schwarzfeldigen Läufers, Läufer D2 und Läufer E3, und hatten schon abgehandelt das direkte Angreifen mit H2, H3, und werden uns dann im nächsten Video mit den weißfeldrigen Läuferzügen beschäftigen, die da lauten Läufer D2, Läufer D3 und vor allen Dingen Läufe B5. Und irgendwann muss ja mal was kommen, was eben für Schwarz richtig äh, Erfolg versprechen und für, äh, für Weiß richtig Erfolgversprechend ist und für Schwarz richtig bedrohlich. Denn bisher haben wir das noch nicht. Ja? Naja, aber wir werden sehen. Vielen Dank bis hierhin und äh, bis zum nächsten Video. Danke für heute und Tschüsschen!